Apostolisches Schreiben, c'est la confiance des Heiligen Vaters Papst Franziskus über das Vertrauen auf die barmherzige Liebe Gottes anlässlich des 150. Jahrestages der Geburt der Heiligen Therese vom Kinde Jesu und vom Heiligen Antlitz. Im Herzen des Evangeliums. In Evangelii Gaudium habe ich nachdrücklich dazu eingeladen, zur Frische der Quelle zurückzukehren, um das Wesentliche und das Unverzichtbare hervorzuheben. Ich glaube, es ist angebracht, diese Einladung wieder aufzugreifen und zu erneuern. Die Lehrmeisterin der Synthese, dieses Schreiben über die kleine Therese erlaubt es mir, an Folgendes zu erinnern. In einer missionarischen Kirche konzentriert sich die Verkündigung auf das Wesentliche, auf das, was schöner, größer, anziehender und zugleich notwendiger ist. Die Aussage vereinfacht sich, ohne dadurch Tiefe und Wahrheit einzubüßen, und wird so überzeugender und strahlender. Der leuchtende Kern ist die Schönheit der heilbringenden Liebe Gottes, die sich im gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus offenbart hat. Nicht alles ist gleichermaßen zentral, denn es gibt eine Ordnung oder Hierarchie unter den Wahrheiten der Kirche. Und das gilt sowohl für die Glaubensdogmen als auch für das Ganze der Lehre der Kirche, einschließlich der Morallehre. Das Zentrum der christlichen Moral ist die Liebe. Die Antwort auf die bedingungslose Liebe der Dreifaltigkeit ist, so dass die Werke der Nächstenliebe die vollkommenste äußere Manifestation der inneren Gnade des Geistes sind. Am Ende zählt nur die Liebe. Der spezifische Beitrag, den uns die kleine Therese als Heilige und als Kirchenlehrerin schenkt, ist nicht analytisch, wie etwa derjenige des heiligen Thomas von Aquin. Ihr Beitrag ist vielmehr synthetisch, denn ihre besondere Fähigkeit ist es, uns zum Zentrum zu führen, zum Wesentlichen, zum Unverzichtbaren. Sie zeigt mit ihren Worten und mit ihrer eigenen persönlichen Entwicklung, dass, obwohl alle Lehren und Normen der Kirche ihre Bedeutung, ihren Wert, ihr Licht haben, einige dringlicher und grundlegender für das christliche Leben sind. Eben darauf hält Theresia ihren Blick und ihr Herz gerichtet. Als Theologen, Moraltheologen, Gelehrte der Spiritualität, als Hirten und als Gläubige müssen wir, jeder in seinem Bereich, diese geniale Einsicht der kleinen Therese noch mehr aufgreifen und die Konsequenzen daraus zu ziehen, theoretisch wie praktisch, lehrmäßig wie pastoral, persönlich wie gemeinschaftlich. Dazu braucht es Mut und innere Freiheit. Manchmal werden nur sekundäre Äußerungen dieser Heiligen zitiert oder es werden Aspekte erwähnt, die sie mit jedem anderen Heiligen gemeinsam hat, wie etwa das Gebet, das Opfer, die eucharistische Frömmigkeit und viele andere schöne Zeugnisse. Aber auf diese Weise könnte es passieren, dass uns die ganz besonderen Aspekte ihres Geschenkes an die Kirche entgehen, da wir vergessen, dass jeder Heilige eine Sendung ist. Er ist ein Entwurf des Vaters, um zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte einen Aspekt des Evangeliums wiederzuspiegeln. Denn um zu erkennen, welches Wort der Herr durch einen Heiligen sagen will, ist es nicht ratsam, sich mit Details aufzuhalten. Was wir betrachten müssen, ist die Gesamtheit seines Lebens, sein ganzer Weg der Heiligung. Jene Gestalt, die etwas von Jesus Christus widerspiegelt und die zum Vorschein kommt, wenn es gelingt, den Sinn der Gesamtheit seiner Person auszumachen. Dies gilt umso mehr für die heilige kleine Therese, da sie eine Lehrmeisterin der Synthese ist. Vom Himmel bis zur Erde bleibt die Aktualität der heiligen Therese vom Kinde Jesus und vom heiligen Antlitz in ihrer ganzen kleinen Größe erhalten.
In einer Zeit, die uns dazu bringen will, in unsere eigenen Interessen zu verschließen, zeigt uns die kleine Therese, wie schön es ist, das eigene Leben zu einem Geschenk zu machen. In einem Augenblick, in dem es vornehmlich um oberflächliche Bedürfnisse geht, ist sie Zeugin der Radikalität des Evangeliums. In einer Zeit des Individualismus lässt sie uns den Wert der Liebe entdecken, die zur Fürsprache wird. In einem Augenblick, in dem der Mensch von der Größe und von neuen Formen der Macht besessen ist, zeigt sie uns den Weg der Kleinheit. In einer Zeit, in der viele Menschen ausgesondert werden, lehrt sie uns die Schönheit und Fürsorge und das Dasein für die anderen. In einem komplexen Augenblick kann sie uns helfen, die Einfachheit, den absoluten Vorrang der Liebe, des Vertrauens und der Hingabe wiederzuentdecken und eine gesetzes- und ethikzentrierte Logik zu überwinden, die das christliche Leben mit Pflichten und Vorschriften füllt und die Freude des Evangeliums einfriert. In einer Zeit des Rückzugs und der Abschottung lädt die kleine Therese uns, die wir von der Anziehungskraft Jesu Christi und seines Evangeliums erfasst wurden, zum missionarischen Aufbruch ein. 1,5 Jahrhunderte nach ihrer Geburt ist die kleine Therese lebendiger denn je inmitten der pilgernden Kirche, im Herzen des Volkes Gottes. Sie geht mit uns und tut Gutes auf Erden, wie sie es sich so sehr gewünscht hat. Das schönste Zeichen ihrer geistlichen Lebendigkeit sind die zahllosen Rosen, die Theresia verbreitet, das heißt, die Gnaden, die Gott uns auf ihre liebevolle Fürsprache hin schenkt, um uns auf dem Weg des Lebens beizustehen. Liebe heilige kleine Therese, die Kirche ist darauf angewiesen, dass die Farbe, der Duft und die Freude des Evangeliums in ihr erstrahlen. Schick uns deine Rosen. Hilf uns, so wie du es getan hast, stets auf die große Liebe zu vertrauen. Hilf uns, auf die große Liebe zu vertrauen, die Gott für uns hegt, so, dass wir jeden Tag deinen kleinen Weg der Heiligkeit nachahmen können. Amen. Gegeben zu Rom bei St. Johannes im Lateran am 15. Oktober, dem Gedenktag der heiligen Theresia von Avila im Jahre 2023, dem 11. meines Pontifikats. Franziskus.